gut gedrückt. So. Dritter Anlauf. Aller guten Dinge sind drei. Das ist unsere dritte Aufnahme. Beim ersten Mal dachte ich, ich habe nicht richtig aufgenommen. Beim zweiten hat mein Joypad voll versagt. Ja. Und was habe ich gesagt? Das nächste Spiel, was wir machen, weil das schaffen wir jetzt durch das Conker, ist Clive Barker's Undying. Und der Film, der hier parodiert wird, ist schon ziemlich alt. Das haben wir das letzte Mal gesagt. Ja. Ob das überhaupt noch jemand, also was heißt, überhaupt noch jemand von den jüngeren Zuschauern überhaupt kennt, weiß ich gerade gar nicht. So eigentlich alt, so alt könnte er schon sein. Ja, wenn man jetzt so bedenkt, ja, vielleicht sind manche so um 93, 94 geboren, unsere jüngeren Zuschauer. Und da waren sie vielleicht gerade mal so 5, 6 Jahre alt, als der Film rauskam. Ja, aber das Revolution ist auch schon neu. Stimmt auch wieder. Falls es nicht wissen, was hier parodiert wird, ist das Bud Spencer und Terence Hill die Fäuste gegen Rio. Genau. War das nicht Vier Fäuste und Halleluja, glaube ich, eher passt, oder? Ich weiß nicht, ob die beiden so in Lederklamotten da rumgerannt sind, was bei Bud Spencer ziemlich bestimmt interessant aussah. So. Jetzt muss ich warten. Ja. Wenn die Recruit schreien, dann... Ja. So nicht, die hauen aber ganz schön ein. Ja. Naja, einer ist immer noch am Leben. Scheiße. Das schaut scheiße zu steuern aus. Denkst du? Bisschen. Geschafft. Ich glaube, drei Stück sind's. Ja. Und noch zwei Leben hast du. Die Szene kennt man ja aus dem Film. Ja, aber Wiesel sind doch so toll. Ja. Ja, Wiesel. Ach, ja. Das hat er im Film aber nicht gemacht. Squirrel Clutch. Das wird sich einfach sein. Weil Gott noch viel mitbekommen hat. Gleich haben wir es durch. Ich wollte dich jetzt mal fragen, ob man schießen kann. Gleich, wenn es hier weitergeht. Genau. Jetzt ist das Schießen so ein bisschen schlecht, bei ja, einer Hand vom Controller wegzunehmen. Kann ich nur denken. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt kommen wir zum letzten Endgegner, Leute. Haben wir es durch. Kommt nochmal mal gleich her. Das weiß ich nicht, ich ziehe nochmal weiter. Ich hab's einmal ganz kurz gezogen. Verdammt. Ja, jetzt haben wir
eine Sekunde. Ja. Oh Mann! Déjà-vu! Ja, es wird aber jemand was. Oi! Ja. Leben! Das war nicht gut? Ah, gar nicht. Wie gut! Höhe! In die Fresse! Oh. Haben wir's jetzt? Da kommt noch ein Schwalbe. Ich zieh jetzt erstmal nicht. Ja, so jetzt. Ah, meine Zähne! Entschuldigung, jetzt nicht eingewischt. Oh, Grafikfehler. Ja, passt schon. Schiebt der mir den Schlauch ins Maul? Es tut mir so leid. So, wenn du jetzt stirbst, dürftest du eigentlich hier wieder rauskommen. Deswegen genau, aber wie gesagt, da kommt schon jetzt der Endgegner. Also, ich glaube, zwei Parts werden das vielleicht, drei maximal. Frau kocht. Tomaten im Blätterteig. Yummy. Give me a break. Don't worry, it's in the hand, okay? Yeah, you're one in a million. Speaking of which... Jetzt müssen wir nur noch Geld einsammeln. Dann... Last Gefecht. Last Gefecht, jawohl. Oh. Geld. Schön, dass du noch die Bratpfanne hast. Ja, das brauche ich jetzt auch. Die brauche ich jetzt. Well, there you go, materialist. Well, you can talk. Anyway. Where do I start? Come here, my little beauties. Die Frau hat dich gerufen, Daniel. Ja, ich kann gerade mit der Frau reden, weil ich spiele. Somebody get me! Natürlich. Im Tomatenmark. Die war fast leer. Geld! Ja, die Frau hat mich gerade eben angemeckert, weil ich das Ketchup leer gemacht habe.